Reformationstag. Martin Luther hat 95 Thesen angeschlagen. So erzählt es auch das Bild in der Johanneskirche. Männer, Frauen und Kinder sehen zu. Ein feste Burg ist unser Gott, so steht es ja draußen an der Kirche dran. Und Martin Luther versucht zu erklären, ja, Gott ist eine feste Burg für uns, aber nicht um uns einzusperren, sondern um uns die Sicherheit zu geben, dass wir frei leben können, die Gewissheit geben zu können vielmehr, dass wir frei leben können. In dieser Zeit, jetzt gerade, ist es gut zu wissen, ja, Gott ist mir eine Burg, so wie mein Haus, wo ich hineingehen kann und bewahrt und beschützt werde. Könnte Gott das nicht immer für mich tun? Eine feste Burg ist unser Gott. Gott möchte mir zur Verfügung stellen, dass ich genau so leben kann. Sicherlich muss ich dafür manches tun. Das ist die Freiheit, die er mir schenkt. Ich kann mir nicht mit einem Ablassbrief kaufen, dass es keine Gefahren im Leben gibt. Das merken wir jetzt auch. Ich kann mich nicht frei davon kaufen, fürs Leben einzustehen. Mit Vorsicht, mit Achtsamkeit, mit dem, was wir heute für die anderen tun können. Die Thesen Luthers sind viel schwieriger zu verstehen. Doch heute finde ich dieses für uns wichtig. Eine feste Burg ist unser Gott. Ein Gott, der uns beschützen möchte und der uns genau dies ins Herz legt. Pass auf dich auf und dann nimm das Leben in die Hand. Nimm es so in die Hand, dass du es auch jetzt gerade gestaltest, mit dem, was möglich und nötig ist, damit du das Leben deiner Lieben tragen kannst und du Unterstützung sein kannst und unterstützt wirst. Nicht, indem alles möglich ist, sondern indem wir aufeinander sehen können. Das ist gut. Eine feste Burg ist unser Gott. Bleiben Sie behütet.